Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie angekündigt bin ich diese Woche im Fitnessstudio und werde euch mal ein paar Szenen von meinem Training zeigen. Viel Spaß bei dem Video. Die folgende Übung ist gut, um den Kreislauf anzukurbeln. Ich habe auch schon 10 Minuten auf den Stepper verbracht. Die nächste Übung nennt sich pektoral frei, davon ebenfalls 4 Sätze. Vielleicht noch 5 Kilo mehr aufgelegt. So Leute, jetzt bin ich im Freihandsbereich angelangt und mache hier noch ein paar Übungen für Bizeps und Trizeps.
So Leute, im zweiten Teil des Videos geht es um Rückentraining, speziell Latissimus. Und für diese Übung werde ich mich speziell nochmal aufwärmen und ein paar Minuten rudern. So, zu guter Letzt mache ich dann noch vier Sätze mit 10 Wiederholungen.
So, jetzt folgt zum Abschluss noch das Beintraining an der Maschine. Ich habe jetzt 85 umgestellt, mache davon 10 Wiederholungen, a 4 Sätze. So Leute, das waren die ersten zwei Teile des Videos. Im dritten Teil werde ich dann noch Schultertraining machen und spezielles Rumpftraining. Also bleibt gespannt und bleibt dran. Hallo Leute, willkommen zurück. Heute zum dritten Teil meines Fitnessvideos. Nach einer kleinen Aufwärmrunde von 10 Minuten auf den Stepper fange ich jetzt an mit Schultertraining. Auch das lokale Aufwärmen der verschiedenen Muskelgruppen ist wichtig. Nicht nur das Training auf den Stepper, weil dort wird ja nur im Grunde der Kreislauf in Gang gebracht. Noch eine Runde. Der Übung werde ich 4 Sätze
12 Wiederholungen machen. So, jetzt bin ich im Freihandelsbereich angekommen und werde 4 Sätze 10 Wiederholungen machen mit Seitheben. Ich werde mal 6 Kilo verwenden, mal sehen, was da rauskommt. So, jetzt gehe ich zum Beintraining über und fange erstmal mit Wadentraining an. So Leute, jetzt zum Abschluss mache ich dann noch ein das Beintraining. Das ist ungefähr identisch von dem im ersten Teil. Falls euch meine Videos gefallen, würde mich gerne über ein Like freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann
abonniert gerne auch meinen Kanal für weitere spannende Videos. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.